Herzlich willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine weitere Footmess SBC Lösung zeigen. Und zwar, ja, seht ihr hier schon die Lösung für die heutige Challenge. Das Ganze war echt nicht schwer zu lösen und ihr seht es, ich habe nur Erstbesitzer oder untauschbare Objekte im Verein und ihr könnt das Ganze trotzdem genauso lösen wie ich. Also ihr seht, ich habe 94 Chemistry, 75 Chemistry braucht man. Es ist nicht schwer zu lösen, ich habe hier einfach ein bisschen mit der Bundesliga gearbeitet, dann hier einfach mit der La Liga und dann vorne einfach noch ein bisschen mit Argentinien. Also es ist wirklich nicht schwer zu lösen und ich habe jetzt einfach die Spieler genommen, weil ich die eben im Verein drinnen hatte und eben einige davon auch untauschbar sind. Das heißt, ich kann die sowieso nicht verkaufen. Und ja, da könnt ihr wirklich auch sehr variieren. Also ihr könnt hier zum Beispiel auch irgendwas mit, keine Ahnung, Brasilianern oder so machen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach zu lösen eigentlich. Ihr braucht da nur so ein paar Eckchen, wo ihr einfach bestimmte Ligen oder Nationen eben so zusammentut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir senden das Ganze ab und ihr schreibt mir bitte wieder, wie immer, in die Kommentare, was ihr gezogen habt aus diesem Pack. Ich bin gespannt, ob wir im Prime gemischten Spielerset etwas Gutes ziehen können. Mal schauen, was das Set bringt. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach mal direkt. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze und einige davon selten. Come on. Es ist kein Leinwandspieler. Schade, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit hier einen Leinwandspieler zu ziehen, die wäre gar nicht mal so gering gewesen. Aber wir ziehen leider nur Belushi mit einem 80er Rating. Vielleicht haben wir noch irgendwelche guten Silberspieler am Start. Das ist bei so einem Pack natürlich auch nicht so unwahrscheinlich. Okay, wir haben da noch ein paar Spieler am Start. Vielleicht der Coffee, I don't know. Vielleicht ist der ein bisschen was wert. Also man kann hier auf jeden Fall die Coins rausbekommen, die man rein investiert. Denn ich meine, ich habe für die SBC jetzt irgendwie nichts gezahlt. Ich meine, natürlich, ich hatte alle im Verein, aber an sich zahlt man da auch nicht wirklich viel. Und da sehen wir schon, dass der so circa, ja, ein bisschen weniger als 1000 Münzen kostet. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann gehen wir hier noch rein zu dem und schauen, was der wert ist. Ja, tatsächlich. Also ihr seht hier, ein paar Silberspieler kosten dann auch ein bisschen was. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann hier anschließend an das Video noch einen FIFA Talk aufnehmen für euch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Und dann war es das, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.